Hi Leute, der Sano hier. Für mich persönlich ist die Vindicator eine richtig gute Exo-Rifle und das Ganze harmoniert mit einem Gearset besonders gut. Wobei wir hier echt sagen müssen, dass ihr zwei Varianten sehen werdet, wobei die eine noch ein bisschen hinter verschlossenen Türen herrscht, dadurch, dass es einen Bug mit der Vindicator gibt. Sobald das gefixt wurde, ist das auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei uns auf dem Discord vorbei. Und jetzt gucken wir. So, das erste, an das ich gedacht habe, als ich die Vindicator gesehen habe, wo sie vorgestellt wurde und auch im PTS ein bisschen mit rumspielen konnte, war, dass die hundertprozentig richtig gut mit einem ganz speziellen Gearset funktionieren wird, und das ist Dilemma. Dilemma ist prädestiniert für so einen Kram. Und es gibt ein Talent, was ein Brusttalent, was auch sehr prädestiniert für ein Gewehr ist, beziehungsweise für eine Waffe, die einen 8er Scope hat. Und das ist das Talent Fokus. Das große Problem an der Sache ist, und ich zeige euch gleich, welche Variante für mich persönlich noch deutlich besser wäre, beziehungsweise sogar perfekt für die Vindicator, wenn es denn funktioniert. Weil die Vindicator hat ein Problem, und zwar ist es, dass, wie gefühlt, jede Waffe, die einen Scope hat, ein entsprechend großes, dass die anfänglich überhaupt nicht mit dem Fokustalent richtig funktioniert. Und genauso ist es auch mit der Vindicator. Deswegen zeige ich euch ein Bild, womit ich im Moment am Spielen und am Hantieren bin, was richtig Bock macht und wo sie auch super funktioniert.
zeige euch aber auch gleichzeitig die Variante, beziehungsweise gebe euch Tipps, wie ihr bauen könnt, sobald der Fix da ist und somit das Vindicator-Dilemma-Bild nochmal deutlich stärker wird, als es jetzt schon ist. Deswegen gehen wir auf das Ganze erstmal so ein, in der Variante, wie ich sie gebaut habe. Und da fangen wir mit der Scharfschützen-Spezialisierung an. Die habe ich gewählt aufgrund des Brusttalents, was wir haben. Und zwar ist es, da gehen wir auch direkt mal drauf, und zwar ist das Entdecker. In dem Fall ist es perfekter Entdecker, welches den gesamten Waffen- und Fertigkeitenschaden um 20% bei von einem Impuls markierten Gegner erhöht. So, um das zu erreichen, benötigen wir entweder die Techniker-Spezialisierung mit einer Waffe, die den Laserpointer hat, welche Gegner generell direkt markiert, oder einen Impuls. Das wird jetzt schon zur Tradition, da die mich herauskicken direkt, ne? Oder einen Impuls, ja, einen Impulsgeber, einen Scanner, damit ihr Gegner scannen könnt, damit ihr davon profitiert. Oder halt, wie in meinem Fall, über die Scharfschützen-Spezialisierung freigeschaltet, die Taktiker-Drohne. Die Taktiker-Drohne sucht und markiert gegnerische Ziele und speist sie in das HUD des Agents und seiner Alliierten ein. Das heißt, ihr könnt sie irgendwo positionieren, entweder lasst ihr euch... Lasst ihr sie euch hinterherfliegen und sie scannt einfach so die ganze Zeit die Gegner. Oder ihr setzt sie an einem bestimmten Punkt. Sie fliegt dann da ein bisschen höher und scannt das komplette Gebiet ab. Ist ziemlich cool, das Ding. Und ne, sonst tut man sie eh nicht so oft verwenden. Deswegen in dem Bild, ich finde es richtig, richtig cool, das Teil. So, wie gesagt, und sind die Gegner markiert, profitieren wir von, in dem Fall, das letzte Wort, Usinergetika, perfekter Entdecker als Brusttalent. So, der Rest vom Bild ist aufgebaut, dass ich noch zusätzlich die Gebiet des Fuchses Knieschoner mit drin habe, plus nochmal Schaden gegen ungedeckte Ziele, was die Füchse drauf haben, plus die 10% Gewehrschaden. Dadurch, dass wir mit der Vindicator spielen, profitieren wir von diesen 10%, passt also generell super rein. Hauptaugenmerk liegt aber auf unserem 4-Teile-Dilemma-Gearset und da haben wir halt alles, wie gesagt, komplett auf Rot gerollt. Hier wollen wir Damage haben, weil es ein absolutes Damage-Set ist. Eines der stärksten Sets im ganzen Spiel tatsächlich. Und das aufgrund seiner krassen Mechanik. Wir bekommen hier über 2 Teile schon Chance auf kritische Treffer, sehr offensiv. 20% Schaden durch kritische Treffer, auch sehr, sehr offensiv. Und das 4-Teile-Talent heißt feindliche Verhandlungen. Kritische Treffer markieren einen Gegner 20 Sekunden lang. Es können bis zu 3 Gegner markiert werden. Wenn ein markierter Gegner einen kritischen Treffer erleidet, erleiden alle anderen Markierten ebenfalls 60% des angerichteten Schadens. Wir spielen aber mit dem Rucksack, das zeige ich euch gleich warum, weil das Brust von Dilemma ist nicht ganz so geil, aber der Rucksack ist tatsächlich wirklich Pflicht. Und wenn ein markierter Gegner stirbt, erhalten sie plus 2% Schaden durch kritische Treffer, kann bis zu 20 Mal bis zum Ende des Kampfes gestapelt werden. Das alleine ist sehr schon cool. Heißt, ne, einmal markiert, trefft ihr in dem Fall 3 Gegner gleichzeitig und macht dann entsprechend richtig krassen Schaden an 3 Gegnern. Was der Rucksack macht, der erhöht feindliche Verhandlungen, den Schaden, den ihr austeilt an allen 3, von 60% auf 100%. Das heißt, es kommt der exakt gleiche Schaden an jedem der 3 markierten Ziele an. Das ist halt einfach super. Worauf ihr halt achten solltet bei Dilemma, dass ihr dadurch, dass das ganze Gearset auf Chance, auf Crit und kritischen Treffer Schaden ausgelegt ist, dass ihr die Chance so hoch wie möglich ballert. Also hier sollten die 50% nicht angepeilt werden. Ihr solltet schauen, dass ihr nah an die 60 rankommt, wie möglich. Zusätzlich zu dem Skill spiele ich hier einen Köder. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ich wollte einfach ein bisschen mehr Druck vom Agent nehmen. Dadurch, dass wir die Taktiker-Drohne drin haben, die ihr die ganze Zeit die Leute scannt. Die nimmt keine Akku, die scannt einfach nur. Haben wir mit dem Köder eine super Möglichkeit, um, wie gesagt, den Druck ein bisschen von uns runterzunehmen. Da sich das ganze Set um die Vindicator dreht, gehen wir auch mal direkt mal auf die Vindicator ein. Das ist das neue Exo-Gewehr, die beste exotische, beziehungsweise das beste exotische Item in der aktuellen Season. Die bekommt ihr über den Descent-Abstiegsmodus. Das ist der Modus hier. Da gibt es einen Händler, wenn ihr davor seid. Da kostet die Waffe momentan 350 Credits. Wir gehen mal kurz mal hin. So, hier angekommen habt ihr halt, wenn ihr die Schleifen macht und jeweils bis zum Nemesis kommt und die ganzen Bossräume mitnimmt und die ganzen Arenen macht, dort bekommt ihr diese NSA-Währung. Die könnt ihr dann halt hier an der NSA-Station dann für 350 NSA-Credits freischalten. So, aber was kann die Vindicator? Die hat ein ganz besonderes Talent, das sich Ortiz Stürmer-Schnittstelle nennt. Beim Anvisieren markiert die Waffe einen zufälligen Körperteil an jedem Gegner. Die Waffe fügt den markierten Körperteilen plus 75% Waffenschaden zu. Das ist im Moment falsch, ist ein Anzeigebug.
Es sind 40% multiplikativer Schaden, der ankommt, aber hier, wie gesagt, falsch angezeigt wird. Deswegen verlasst euch nicht da drauf. Es ist auf jeden Fall so, dass ihr den Gegner anvisiert. Im Gameplay habt ihr das gesehen, dass die Gegner kurz grün leuchten an den entsprechenden Stellen, entweder Kopf, Brust oder an den Beinen. Und wenn ihr da halt trefft, macht ihr halt mehr Schaden. So, im Moment ist das auch noch ein bisschen buggy zum Zeitpunkt des Videos. Das wird aber am 20. Februar behoben. Sodass, ne, manchmal passiert es, dass wenn ihr durchs Visier schaut, dass Gegner keine Markierung haben. Und das sollte dann mit dem Update erledigt sein. So, gehen wir kurz auf die Variante ein, ja, die ich spielen werde, sobald die Vindicator, wie gesagt, gefixt wurde. Und zwar ist es das Fokustalent. In dem Fall würde ich sogar auf das tadellose Vorbild. Das ist Airaldi Holdings, die benannte Brust, weil die hat nämlich perfekter Fokus. Erhöht den Waffenschaden um 6% für jede Sekunde, die sie mindestens im 8-fach-Zoom sind, maximal 60% mehr Waffenschaden. Das ist richtig, richtig krass und richtig stark. Wie gesagt, das macht aber erst Sinn, wenn es gefixt wurde. Deswegen würde das Ganze dann so ausschauen, dass ich hier unten Dilemma-Knie, habe ich sie dabei? Ja, hier Dilemma-Knie plus dann hier die Coyote-Maske anziehen würde. So in dem Fall, so würde ich das dann spielen, wenn es denn funktioniert. Und das ist ein absolut brutal starkes Bild. So, hier, das macht definitiv auch schon Bock. Und wir schauen uns kurz nochmal die Werte an, bevor wir schnell mal runtergehen in die, an den Schießstand. Und zwar sind wir hier, wie gesagt, ich habe so ein paar Sachen, die müssen noch hochgerollt werden. Da komme ich noch näher an die 60%. Schaut aber hier, dass ihr wirklich so gut es geht an die 60% Chance auf Crit drankommt. Ich liege bei 137,6 ohne die ganzen anderen Buffs. 95% Headshot-Schaden. Den Rest sehen wir hier. So, unten angekommen, die Vindicator zeigt leider nicht in der, am Schießstand das, die grüne Markierung an den Papp-Kameraden hier. Deswegen müsst ihr sie euch einfach zusätzlich hinzudenken. Müsst halt Spielstil entsprechend dann euch ein bisschen umstellen natürlich, je nachdem, wo markiert wird am Gegner, dann natürlich drauf schießen. Aber generell heißt, wenn ihr Crit-Chance habt, kurz gucken, dass ihr crittet und habt dann hier die Markierung von Dilemma. Hier auf dem zweiten Gegner, jetzt sind zwei markiert und in unserem Fall können wir drei markieren und dann wird der Schaden komplett zu 100% weitergegeben an alle drei markierten Ziele. Und das hat einfach nice. In dem Fall fehlt uns noch die Krone, die alles markiert. Da, das hatte ich gemeint, ihr könnt die halt irgendwo hinsetzen. Dann geht sie hoch. So, und markiert. Und jetzt könnt ihr schön ballern. Dilemma ist da halt echt brutal stark. Müsst ihr nur gucken, dass die Markierung drauf sitzt. Und sie ist auch super zu handeln, muss ich echt sagen, ne? Also die verzieht kaum. Da. Sehr, sehr stark und macht richtig Bock, das Bild. Das war's von mir, Leute. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von dem Bild haltet. Wartet ihr, beziehungsweise habt ihr selbst schon ein bisschen was gebaut mit der Vindicator und oder wartet ihr auf die Variante, wenn Fokus gefixt wurde? Weil, wie gesagt, das macht das Bild um Längen besser und stärker, als das es jetzt schon ist. Richtig, richtig cool. So, vielen lieben Dank, Leute. Das war's von mir und ich sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.